Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich muss mich nochmal kurz zurückmelden. Eigentlich war ich fertig für heute, aber es kotzt mich schon wieder so an. Ich weiß auch nicht, wie ich das Video nennen soll. Ich bin heute zum Raid gegangen. Ich habe extra angekündigt über meinen Buddy, dass ich heute noch ein paar Levelaufstiege machen möchte. Ich hatte 6 oder 7 Hyperfreunde dabei, die aufgestiegen sind. Ich hatte ein paar Superfreunde dabei, ich glaube 5 Stück. Und ich hatte 3... normale Freunde, die Level 1 erreichen. So bin ich also zum Raid gegangen, bei der Raid-Stunde, habe ein Glücksei angemacht, habe den Raid gemacht, habe nach dem Raid in der Freundschaftsliste die Geschenke geöffnet, bin zurück auf die Karte gegangen, habe gewartet und es ist nichts passiert. Normalerweise kommt ja dann die Anzeige, erstmal diese 6000 Punkte, die 6000 Punkte, die stehen immer unten, oben drüber steht da, wie der Aufstieg war, hin und her, bis dann bei Superfreunde diese 20.000 Punkte reinfliegen und bei Hyperfreunde diese 100.000. Es ist auf jeden Fall nichts passiert. Das war der Main Account. Ich habe dann den zweiten Raid noch gemacht. Wir haben danach noch einen dritten Raid gemacht. Da war mein Glücksei aber schon nicht mehr an. Irgendwann nach dem dritten Raid kam plötzlich unten eine Meldung rein. Der und der ist aufgestiegen. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt kommen die Meldungen, alles klar, mach schnell noch ein Glücksei an. Keine Ahnung, wieso das jetzt erst kommt. Mach noch ein Glücksei an einfach. Nimm die Punkte mit, ich mache also das Glücksei an. Und es tut sich wieder nichts. Und ich verstehe es nicht. Wir hatten letztens das Problem, wenn man zu viele Freunde sammelt, zu viele Levelaufstiege für den C-Day und dann 50, 60 Aufstiege hat, dass das vielleicht Probleme machen kann. Wenn diese Notification Cap einsetzt, da habe ich ja auch mal drüber berichtet, weshalb keine Punkte gezählt werden. Aber es ist ja ein Unterschied, ob nun beim Anmelden im Spiel oben schon dort steht, Hans Wurst und 65 andere Leute haben deine Geschenke geöffnet, was also dann 66 Benachrichtigungen wären, die sich stapeln und dadurch dann diese Levelaufstiege blockiert sind, erstmal einen Cooldown haben und nicht reinfliegen können. Oder ob ich einfach nur hingehe an einem normalen Tag, wo ich den ganzen Tag im Spiel bin, alles angezeigt war schon, was war, und ich dann ein Glücksei anmache, 20 Freunde aufmache und die nicht angezeigt werden. Und das hat mich so angekotzt. Warum sammelt man denn den Mist? Warum schickt man denn immer Geschenke? Warum levelt man denn? Warum spricht man sich denn ab? Warum kommuniziert man über den Buddy, wenn es dann nicht hinhaut? Habe ich gedacht, ist egal. Passiert, ist ja nicht das erste Mal, vielleicht wird das irgendwann mal besser, keine Ahnung. Jetzt habe ich heute einen Account bekommen von Taubsi2Go, der war Level 22, ich habe den ein bisschen gespielt, auf Level 23 gebracht, bin vorhin kurz vorm Abendbrot auf Level 24 gekommen, habe heute schon dafür Werbung gemacht. Hab schon gesagt, okay, den Account werde ich auch wieder verlosen, weil er hat mir diesen Account für eine Verlosung gegeben und ich wollte den einfach noch ein bisschen hochziehen, habe das wie bei dem Ramses Kitchen Account gemacht, dass ich eben den Code gepostet habe. Es hat auch gut funktioniert, der Account hatte nur 10 Freunde. Jetzt abends hat er schon 190 Freunde. Viele haben mir eine Einladung geschickt, ich habe die angenommen und die haben auch direkt ein Geschenk geschickt. Also habe ich mir gedacht, jetzt gegen Abend, ich mache da ein Glücksei an, mach da einen Raid, nehm die 20.000 mit, hau den täglichen Pass raus, öffne direkt 30 Geschenke. 30 Geschenke im ersten Level gibt statt 3.000 Punkte 6.000 Punkte. 30 mal 6.000 sind 180.000 Punkte. Er wäre also von Level 24 direkt auf Level 25 aufgestiegen, aber drauf geschissen, denn Adi ist gerade auf den Schrank gehüpft, ich habe es genau gesehen. Von diesen 180.000 Punkten habe ich nichts bekommen, keinen einzigen. Ich habe das Glücksei angemacht, ich habe den Raid gemacht, das Glücksei hat gezählt, für den Raid habe ich auch 20.000 statt 10.000 Punkte bekommen. Und dann sitze ich da, öffne diese Geschenke und dann warte ich und es passiert nichts. Ich habe 30 Geschenke geöffnet, bin zurück und habe gedacht, jetzt kann ich 30 mal sehen, wie oben der Name steht und unten die 6000 Erfahrungspunkte reinfliegen, aber es hat nichts gemacht. Ich habe wirklich 10 Minuten gewartet, nichts. Ich habe die App danach nochmal ausgemacht, ich habe die App nochmal neu gestartet, ich habe nochmal einen Pokémon gefangen, einen Stop gedreht, dass ich das wieder finde, dass das merkt, dass ich da bin. Es hat nichts gemacht.
Weitere 10 Minuten, nichts. Nur noch 10 Minuten drauf. Ich wusste gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe in diversen Gruppen rumgefragt. Ich habe darum gefragt. Ich wollte den Support anschreiben. Mittlerweile habe ich einen Support Ticket geschrieben und was ich mir jetzt denken kann, im Endeffekt, Niantic liest das und sagt, oh, hier kriegst du ein Glücksei gratis. Was nützt mir aber das Glücksei? Das Glücksei hat ja funktioniert, wenn ich wieder ein Glücksei zünde, nochmal 30 aufmache und es wieder nicht zählt, wenn es irgendwo bei den Level-Ups Probleme gibt, wenn Punkte nicht gezählt werden, wenn Sachen nicht angezeigt werden. Das Glücksei, ich setze mich 2 Tage in Arena, dann habe ich ein Glücksei wieder zusammen, das ist kein Problem. Auf das Glücksei scheiße ich jetzt. Ich will die Punkte haben, ich möchte diese 180.000 Punkte haben, denn diese Stufe 1 erreicht man nur einmal. Man hat nur einmal die Möglichkeit, diese Punkte zu bekommen. Und mir war das wichtig, denn am Dienstag will ich das Video über den Account machen, um euch den zu zeigen. Das sollte nach was aussehen. Am Montag sollte dann der Livestream kommen, nach dem Dienstag, wo ich den dann verlos. Und ich hatte es ja einmal in einem Monat geschafft, einen Account von Level 1 auf Level 40 sozusagen zu ziehen. Er war zwar nur Level 39, aber so viele Geschenke und Freundesaufstiege noch drauf, dass man beim nächsten Öffnen Level 40 erreicht hat. Und ich wollte eben euch die Freude machen, hab diese Aktion heute eingeführt. Viele Leute haben da mitgemacht, viele Leute haben Geschenke geschickt, viele Leute hatte ich jetzt drin und ich denke mir, okay, 180.000 Punkte, das wird fett, haust du da rein, der Account wird hochgezogen, erstmal auf Level 30 und so weiter, dass die IV überall gleich sind, wenn Leute da zusammenspielen und was passiert? Nichts. Es rechnet die Punkte nicht an, es gab damals schon Probleme, dann hieß es Notification Cap, dann habe ich mir gedacht, gut, dann sammelst du nicht mehr und öffnest 60 Leute am C-Day, dann machst du es eben anders, dann machst du zwischendurch deine Level-Ups, du machst sie mal zu einer Spotlight-Stunde, mal zu einer Raid-Stunde, was bringt es aber denn aufteilen und es zwischendurch machen, wenn es selbst zwischendurch nicht funktioniert, obwohl nicht 1000 Leute eine Interaktion haben, sondern nur 30 und bei 30 es schon gar nichts zählt. Das verstehe ich nicht, also Niantic, ihr habt es verkackt in dem Sinne. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ich weiß nicht, ob das Support-Ticket was bewirkt. Ich weiß nicht, ob ihr das Problem kennt, ob ihr das auch schon mal hattet. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn euch das mal passiert ist oder wenn ihr jetzt gerade diese Tage auch sowas erlebt. Vielleicht ist das momentan auch ein Bug, der sich eingeschlichen hat. Ich weiß es nicht. Es ist mir nur aufgefallen, die ganze Zeit ging alles gut. Und heute erst bei dem Main-Account, jetzt bei dem Verlosungs-Account. Und ich verstehe die Welt nicht mehr. Es kann doch einfach nicht sein, dass das so verbuggt ist, dass es solche Probleme damit gibt. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin mal gespannt, was die Antwort vom Support ist. Ob sie sich melden, wenn sie sich melden, ob sie sagen, ach, hier kriegst du ein Glücksei. Damit ist es doch aber nicht getan. Es geht nicht um das Glücksei, es geht wirklich um diese Punkte. Für andere, die andere würden töten für diese Punkte, ja? Das war's jetzt aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.